Okay, da habe ich die Folge wohl gerade doch ein bisschen zu früh beendet, aber soll ja nicht das Problem sein. Die Schweine haben nämlich gerade schon ohne mich angefangen, Counter-Strike zu zocken. Buh, könnt ihr da sagen. Die Schweine. So, ein Splitter geordnet. Point Lemaine's Grand Rail once brought the riches of the wild right to our doorstep. Die Reichtümer der Wildnis. Die Ura lebten jahrhundertelang von einem riesigen unterirdischen Netzwerk, den Tasal-Schächten. Vielleicht ist Ulf da ja hin abgehauen. No House Ceylandia became the richest city in the world. Two words. Point Lemaine. Oh. So, ja, wir haben hier jetzt auch immer noch den Speer ausgerüstet. Ich finde den eigentlich ganz angenehm. If the wilds could ever be tamed, it was gonna happen right here. Na? Oh. But now, the greatest outpost past the city line is nothing but a freak show. Okay, der war gekontert, nice. Army's triggers once had the place on lockdown. Kann man hier irgendwas kaputt machen? Das hier? Das Feuer nicht, ne? Anscheinend nicht. Oh. Oh, wir kriegen Armee-Karabiner. Upsala. Kid might as well pick up where they left off. Blam. Cool. Gun like that can even put the wilds in check. Okay, haben wir dem halt noch mal so eine reingehauen. Better days for sure, but it ain't done. Au, au. Alter Schwede. Ho, krass, das macht aber auch schon mal ganz schön Schaden, das Ding. Ich bin runtergefallen. Ach du Gott. Grand Rails all grown over with things of calamity chewed up and spat out. Things eager to take back their turf. Okay, das ist ja noch ganz... Aber wunderschön ist das. Ist auf jeden Fall auch ein Kauf wert. Oh, oh, oh. Das war auch blöd von mir. Au! Lunkhead settled in like they own the place. Oh.
Dem haben wir so gezeigt. Ohoho, naja, der hat uns fast umgehauen. Takes fancy footwork on the rail, what with wallflowers covered in fungus everywhere. Only one way to cure a cough like that. Oh, den Weg gehen wir hier natürlich auch. Sehr schön. Aua. Alter, der macht aber auch einen Schaden. Oh, ein 60er Crit. Oh, gleich noch einen hinterhergehauen. Was macht der? Hat uns aber geheilt, als wir den umgehauen haben. Ist klar. Of course, the Grand Rails seem much more fighting in bygone times. Ja, die finde ich aber nicht so toll. Ich nehme lieber die Duellpistolen. Near on 50 years ago, first shots fired in the Ura-Ceylandian War. Und auch die Kriegsmachete habe ich wieder ausgerüstet. Ich finde das doch einfach ein bisschen angenehmer hier. It was right here that Zulf's Ura forefathers decided to mix it up. Hö, was ist denn? Wieso habe ich denn da nur noch so wenig Magazin drinne? Muss ich das jetzt gerade verstehen? Okay, das ist ja ein bisschen langwierig jetzt zwar, aber das macht ja aber auch schon ganz schön Schaden. Alter Schwede, 45. Okay, so maybe we didn't get their sign off on the whole Grand Rail thing. That was bad. Okay, das ist wohl also irgendwas passiert, womit die hier nicht einverstanden war. The rail must have shook the Ura to the bone down in those dens of theirs. Well, the rail won't last much longer now that the kid took the shard. It's still got one good run in store for him, though. Aua, Alter, was ist denn jetzt hier los? Aua, aua. Aua. Macht euch vom Acker! Ich hau euch alle hier kurz und klein. So, ihr habt doch alle keine Chance. Keine Zeit, das da jetzt auch noch alles so zu lesen.
Alter, das setzt uns hier aber auch krass zu. Huh. But then at last, it's the end of the line. He'll be picking swamp weed out of those boots for days. Turns out he's got company up at the rail station waiting for him. Okay. Den kontern wir halt einfach nur die ganze Zeit. Okay, so kriegen wir das hier aber auch schon mal ganz gut gebacken. Können wir jetzt wieder weg? At first he thinks it's Zulf. Turns out he's wrong. Noch ein Überleben. This is for you, says the man. Then wham. Okay. When the kid comes to, the man's long gone, but something else is there. Versiegelte Nachricht. Ein Andenken, ein an Zier adressierter Brief. Er scheint von Zul verfasst worden zu sein, der offenbar einen anderen Ura-Überlebenden als Überbringer gewinnen konnte. Möglicherweise, hey. Möglicherweise hat Ulf hat Zulf Zia genug von ihrer gemeinsamen Muttersprache beigebracht, um... The only words Kid recognizes on that parchment are for Zia. Für Zia. Okay, okay. Well, what's a kid to do? Gibt es nur eins? Ach, wir können... auch hier gar nicht uns rollen und so weiter und keine Waffen benutzen. Wir können sie auch nicht heilen, okay. Okay, wir gehen mal zurück. Den Kern haben wir ja schon. Die Ura benutzten eins mächtige Rammböcke bei einem Versuch, die wogenden Wände zum Einsturz zu bringen. Aha. Dann Zia. Kira, wir haben denen eingesammelt. Finding gourmet ingredients ain't easy these days, but we'll take what we can get. Okay, bevor ich Zia diesen Brief zeige, erstmal hier an Rox. Zulf's messenger was one of his people. Wonder just how many of them survived and what exactly Zulf told them. Okay, dann. The note says it plain. Zia, go east to learn the truth about the calamity and our people. I'll be waiting. Sincerely, Zulf. He ain't all that shy. Aha. Wir sollen also gen Ost. He arrives just in time to sample Zia's famous cooking. Was? Kochtopf? He wolfs down too much too fast, and it all goes to his head. Wer weiß wo, ich mach mal eine kurze Folgenpause.